Eins, zwei, zwei, zwei. Die Meisterwerkstatt für Metallblasinstrumentenbau Jürgen Vogt besteht seit 1988, aber in unserer Familie bin ich mittlerweile die 11. Generation, die im Musikinstrumentenbau tätig ist. In meinem Unternehmen sind 46 Mitarbeiter angestellt. Wir haben 4 Auszubildende und es ist uns wichtig, den Instrumentenbau in seiner Tradition in die nächste Generation zu führen. Das Besondere ist, dass wir ganz handwerklich traditionell arbeiten, aber mit sehr vielen innovativen Ideen, Musikerwünsche im Detail umsetzen und individuell ausführen. Vogtbrass zeichnet aus, dass wir alle Teile für Musikinstrumente, für unsere Instrumente hier in unserer Werkstatt fertigen, außer galvanische Leistungen. Also vom Notenhalterkästchen bis zur Zylindermaschine oder dem Zug werden alle Teile hier in unserer Werkstatt selbst gefertigt. Unsere Instrumente werden überall auf der Welt in renommierten Orchestern gerne gespielt, zum Beispiel in Osaka oder Tokio, aber auch in der Dresdner Semperoper oder in der Philharmonie in Dresden. Mehr als 350 Jahre Tradition im Musikinstrumentenbau und hochqualifizierte Instrumentenbauer prägen diese Region. Der Musikwinkel oder auch das Musikon Valley ist die Wiege des deutschen Orchesterinstrumentenbaus hier in der Region im Vogtland. Insbesondere Markneukirchen mit über 130 Betrieben und 1200 Beschäftigten im Musikinstrumentenbau ist der Standort in Deutschland für die Herstellung von Musikinstrumenten. Weihnachten im Vogtland ist für mich vor allen Dingen der Lichterglanz in den Fenstern überall, der Duft von Stollen, Plätzchen und Pfefferkuchen und natürlich auch Musik, Weihnachtsmusik. In den Familien, aber auch in Orchestern, in der Kirche, mit den Kindern. Das ist besonders an Weihnachten hier im Vogtland. Ich wünsche Ihnen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Start in das neue Jahr.